Wach auf, Genosse. Vor dir liegt wieder ein weiterer wunderbarer Tag in Akaristan. Ist das nicht alles wunderbar? Maxi? Ist es wunderbar, oder? Ja, ich finde das wunderbar. Du bist auch schon wach, ja? Naja, so halb. Weitermachen, ne? Nicht stören lassen. Du da oben bist auch klar? Okay, super. Dann würde ich sagen, Einreisebestimmung kennen wir ja noch. Wir suchen noch einen ganzen Berg an Schmugglern. So, let's go. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder heute einen dabei haben, der nicht ganz nett ist zu uns. So, ja, ja, gehen Sie mal weg, damit ich hier zumachen kann. Zack, wunderbar. CDW 0335JD, das ist, passt alles. Kyrill Kotzlov. Der hatte doch bestimmt einen coolen Spitznamen als Kind, ne? Kotzi. Hm. So, das stimmt, 2890, das Bild passt auch zu dir. 2890. Na, das sieht doch gut aus. So, dann schauen wir uns mal die ganze Sache ganz schön aus der Nähe an. So. Ja, ja. Das denke ich auch. Atommüll. Feinster, leckerster Atommüll. Das stimmt. So. Wie alt bist du? Baujahr 35. Das passt ja alles. Da haben wir ja hier gar nichts zu meckern. Wirklich nicht, finde ich echt nichts. Muss doch hier irgendwas finden. Hm. Bist du sauberer als ein weißes Hemd, ja? Ich habe das Vertrauen in die Menschlichkeit schon ein bisschen verloren. Zu langsam. Alles okay. Junge, du hast einen guten Tag erwischt. Ach so, du müsst ja den ganzen... Oh, du hast noch was? Klopapier, Wodka, Kippen. Na. Maxi, komm, lad mal den... Oh, Maxi. Renn doch nicht immer so weit weg. Was machst denn du hier? Ja. Mein lieber Mann, Hermann. Ich muss doch hier die Leute schnellstmöglich bedienen. Die wollen doch alle weg. So, das hat alles gestimmt, ne? Das sieht mir auch ganz okay aus. Komm, wir testen das mal. Ja, ja. Viel Spaß mit deinem Atommüll. Ja, du bist auch nicht mehr der Jüngste. Ich auch nicht. Nur lass dir Zeit. Ja, ja. Tschüss. War es perfekt oder nicht? Ja. Ist das schön. Wenn der Tag so anfängt, da bist du direkt, na, völlig da. Nicht so nah ran. Nicht so nah ran. Oh ja, nochmal Gas geben. Hm? Ach, du bist freundlich gesinnt. Dann ist ja gut. Trotzdem kommst du raus. YKA7930AY. Das stimmt. Das stimmt auffällig. Das sieht auch gut aus. Das passt auch. Oh, da hast du nochmal Glück gehabt, you know? So, Sion Vasiljev. 2030 Kilogramm. Hast du uns da beschissen? Nö, auch nicht. Oh, ein Reifen ist kaputt, sehe ich gerade. Den nehmen wir gleich mal mit. So, dann laden wir hier mal den ganzen Kram aus. Zack, zack. Zu die Tür. Hier hinten fehlt auch was. Da hat doch was gefehlt. Ein Stoßstängelein. Wo haben wir es? Da? Zack. Gehen trotzdem nochmal eben hier durch. Aber die technische Geschichte ist ja völlig wurscht. Wir klotzen hier noch schnell durch. Mach's auch wieder zu für dich. So, da gehen wir erstmal hier hin. Da. Dass ihr mal an Dünger rumfahrt. So. Sieht alles gut aus. Was ist denn heute los, hä? Was ist denn heute los mit euch? Hm, ja, ja, du. Du musst einladen, ich nicht. So, dann schauen wir mal.
Düngemittel 4, Gepäck 3, Reinigungsmittel 2. Was ist denn mit euch los? Seid ihr heute ehrlich? Seid ihr alle heute ehrlich geworden? Kannst ja gar nicht glauben. Zion, Ion. Dann, viel Vergnügen. Achobatschista, richtig, genau. So, wen haben wir denn da? Oh. Hopp, hopp, hopp. Keine Zeit. Viel Spaß in Akarstan. Oh. Warum? Zeig mal her. Gescheitert? Das hat doch alles gestimmt. Sichtprüfung des Autos. Okay, ich habe einen Spiegel vergessen. Einreisebestimmung. Das durfte das Land trotz der Einschränkungen betreten. Ja, warum, wieso, weshalb? Warum denn nicht? Warum nicht? Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, ja, guten Tag. Auch du darfst erstmal rauskommen. Schon haben wir einen kaputten Reifen. So, den hätten wir schon mal. I-22-1200. Das stimmt. Das demotiviert einen irgendwie immer, wenn man denn irgendwie, ne? Ihr wisst da. War die Sakir. Das stimmt. Seife und Gepäck. Weg mal her. Ist ja nicht mal sortiert. Es sind nicht mal sortiert. Zwei kaputte Reifen. Oh. Es ist nicht gut. So. Schauen wir mal eben das durch. Ihr seid doch alle Seifenhändler. Oh. Ja, ja, ich kann auch gut arbeiten. Und suche gleich weiter hier. Oh. Ich hab doch irgendwo mir noch eine Axt gegönnt. Oh, ein Eispickel, das ist ja noch besser. Ich greife nicht dich an, ich greife dein geiles Auto an. Schöner Eispickel. Hat sich der Kauf ja schon gelohnt. Lass mich in Ruhe, ja, ja. Gleich. Brauch nur schnell das Geld. Dann lasse ich dich sofort in Ruhe. Dann kannst du in Ruhe schmollen. Kaputter Scheinwerfer. Noch ein. Ja. So. Und dann findet man doch hier bestimmt auch noch was, oder? So richtig kommt man bei der Karre nicht ran. Das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig. Na egal. Bitteschön. Der Maler. Richtig, der Maler kommt morgen auch. Der streicht mein Haus. Tschüss. Irgendwelche letzten Worte? Nein. Mach hier schön sauber, du. Schön. Wo ist er denn? Wo ist denn der schon wieder hin? Ach, hier. Hm? Du weißt ja, wohin. Ein tiefes Loch voll Wasser. So. Kommen Sie nicht. Oh, die Musik. Die Musik ist doch schon wieder, ne? Geh hier gleich in Stellung. Der schaut schon so wie so ein Geheimagent. Scholek. Ich sag's nur. Ich sag's nur. Auf jeden Fall. Ja? Ich denke, dieser Angriff ist der Beginn einer Revolution und es hätte schon vor Jahren gestoppt werden können, was du alles weißt. So, du darfst sowieso nicht rein, weil du unter 30 bist. So, tägliche Bestimmungen. So. Wir schauen aber trotzdem alles durch. Ach Mensch. Zwei Hühnchen, dreimal Gepäck.
Du wirst gerade interessant, Junge. Weißt du das? Ist mal Papa rein hier? Komme ich denn da irgendwie ran? Hier fehlen irgendwie die Hühnchen, habe ich den Eindruck. Hast du die Hühnchen hier hinten irgendwo versteckt? Zeig her deine Hühnchen. Komm, ich mach mal lieber zu, nicht, dass du hier auf dumme Gedanken kommst, mein Freund. Ach, da sind die Hühner. Du verschwendest nur meine Zeit. Nö, mach ich nicht. Du kommst ja hier nicht rein. Das nur mal so nebenbei bemerkt, ne? Du kleiner Räuber, du. Naja. Jetzt schauen wir noch deine Hühner an. Deine Reisetaschen. Wo sind sie denn? Da. Bock, 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 bock. Hallo, Hühner. Drei Gepäck, zwei Hühnchen. Das stimmt auffällig. Maxi, nicht schon wieder abhauen. Maxi. Ja. Richtig. Hast du gut gemacht. So. Wir haben wirklich alles, ja? Interessante Lichtspiegelung gerade gewesen. Gut. Schnucki. Und tschüss. Ja, ich hoffe doch. Wenn du über 30 bist, darfst du wieder kommen. Schön durch den Schlamm gefahren, hm? Cheerio. Der nächste bitte. Komm. Komm ein Stück. Schön ausmachen. Mhm. Was suchen wir denn hier noch? Schwarz, geschwungene Scheinwerfer, Alter des Fahrers 43. So kann ja hier wieder alles möglich sein. So, gib mal hier. Hier ist ja grundsätzlich erstmal jeder verdächtig. So, das Bild stimmt. Das stimmt auffallend. Ibrahev. Ibrahev, jawohl, das stimmt auch. Transit. Einmal Kies. BRZ 7694 CU. Das stimmt auch. Das ist ja eine schöne Karre, Mensch, hä? Eine wunderschöne Karre hast du. Aber meinem Grenzerauge entgeht nicht viel, das sah ich dir. Ich finde alles. Normalerweise. Hopst mal nochmal da hinten hoch. Hopp. Was denn? Bleib doch ruhig. Doch, den kann ich... Ich muss ausladen. Ich habe ja nichts gefunden. Ist doch alles gut. Das ist doch... Bleib so ruhig. So, bestätigte Fracht Kies. Achso, den hätte ich vielleicht aufnehmen müssen. Kann man... Doch, kann man. Aber schau mal, das ist doch der Vorteil. Ich habe schon mal ein bisschen was abgeladen. Hm? Ist doch alles gut. So. Kies haben wir auch. Hier stimmt auch alles. Das Alter, das haut auch hin. Das Siegel kommt, glaube ich, auch. Warte mal, Erkai, Moment. Nee, wir brauchen das Buch. Blättern wir mal schnell hin. Oh, hm. Es dauert. Es dauert ein bisschen. Ich bitte das zu entschuldigen. Das Buch ist groß. Dick. Lang. Voll mit interessanten Dingen. So, Erkai, Erkai, Erkai. Das stimmt. Das sollte hinhauen, ne? Siehst du, du darfst sogar weiterfahren. Also, was willst du jetzt von mir? Tschüss. So, da geht's lang. Hm, das klang jetzt irgendwie nach einem bösen Wort. Was du mir gesagt hast. Oh, wir haben das Gewicht gar nicht überprüft. 3,8. Oh, jetzt war er schon weg. Hoppala. Na hoppala. Ich hoffe, dass wir jetzt keine von unserem Kommandanten drüber kriegen. Ja, schön. Oh.
Morgen wird's wieder viel zu tun geben. Ich freue mich drauf. Und ich freue mich, dass ihr mir ein Abo gebt. Und vielleicht auch mal kommentiert, ja? Das wäre auch mal ganz nett. Ich gehe in meine coole Bude zum Schlafen. Denn der hat ja gesagt, morgen wird ein harter Tag. Ja, auch gut, morgen ist schon recht. Morgen wird ein harter Tag, ne? Ich freue mich drauf. Kann man hier Fernsehen gucken? Nö. Oh, ein Glanzschrank vom Feinsten, hm? Olitzka. Ist das schön. Ja, dann Abo, Like nicht vergessen und bis morgen. Tschüss.